Gut und hallo, hier ist mal wieder der Andi. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und deshalb möchte ich gerne heute beginnen mit einem großen Danke. Danke an alle, die mich unterstützt haben in jedweder Form. Ich freue mich sehr darüber, das hilft mir echt weiter. Und wenn auch ihr mich unterstützen möchtet, hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den entsprechenden Link dazu. Aber jetzt geht's erstmal los, denn heute möchte ich euch was Tolles zeigen. Bevor wir jetzt anfangen, nächste Woche wird es ein Video geben zum Osterthema. Dann zeige ich euch eine schöne österliche Sache, die man flechten kann, die bestimmt auch euch gefällt. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Heute wollte ich euch gerne zeigen, wie ich aus den frisch geernteten Weideruten Weideschienen herstelle. Dazu verwende ich in allererster Linie erstmal einen sogenannten Weidespalter oder auch den hier. Und später dann den Weidehobel. Aber ich zeige euch danach auch noch, wie man das ohne den Weidehobel auch hinkriegen kann. Aus diesen Weideschienen kann man wunderschöne Körbe herstellen. Ich zeige euch gerade mal ein paar Beispiele. Das hier kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus einem meiner anderen Videos. Das ist das Gottesauge. Das ist auch einfach nur geschälte Weide. Das ist sogar genau diese Sorte. Die habe ich letztes Jahr geschält und quasi zum Gottesauge verarbeitet. Aber man kann natürlich auch die Weide quasi mit Rinde spalten und hobeln und dann kann man einen Korb so in so einer quasi natürlichen Optik herstellen. Auch hier mit dem Gottesauge. Aber man kann natürlich zum Beispiel auch gesottene Weide nehmen, sprich in der Rinde gekochte oder gedämpfte Weide mit rötlich gefärbtem Holz. Das sieht dann in etwa so aus. Ja, das sieht man dann innen drin, dass es gespaltene Weide ist. Und es gibt natürlich besonders leichte und feine Schachteln und Dosen und Körbchen. Besonders in der Feinflechterei werden diese Weideschienen gerne eingesetzt. Da sind sie dann besonders schmal quasi gearbeitet und das ergibt dann ein besonders feines Muster. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach mal an. Wir brauchen natürlich unsere Weiderute. Die habe ich vor 2 Tagen geschnitten. Da gehe ich dann immer hin und schneide das oben als Kreuz ein. Und zwar im Grunde wird diese Fläche oben gedrittelt. Da gehe ich dann hin mit dem Messer, schneide quasi an einer Stelle ein. Das kann man jetzt leider schlecht sehen. Dann gehe ich etwa ein Drittel, na, der ist sehr lang, der Trieb. Dann gehe ich etwa ein Drittel weiter. Ich zeige euch das jetzt gleich mal halt das erstmal in die Kamera. Das ist dann quasi das hier. Wenn ich das jetzt wegbiege, seht ihr das? Und das dritte gehen wir dann an die Stelle. Ich nehme gleich mal das Messer weg. Dann seht ihr das besser. Ich denke, so kann man das gut sehen, in 3 Teile aufgeteilt. Und da setze ich jetzt im Prinzip den Spalter ein. Das ist ein Dreifachspalter. Und den setze ich im Prinzip jetzt genau auf diese vorgeschnittenen Stellen auf. Im Grunde so, dass ich den dann draufsetzen kann, indem ich eine Kante nach der anderen in diese Ritze schiebe. Jetzt haben wir den quasi hier so drauf. Man sieht schon, das geht auch schön auseinander. Und das muss man jetzt ein bisschen vorsichtig führen. Ich stelle mal die Kamera ein Stück um. So, kann er es besser sehen. Ich führe das jetzt nah am Körper liegend und beobachte dabei, wie sich diese Schienen, die zukünftigen Schienen, verbreitern. Wenn die zu breit werden, dann bin ich mit dem Hölzchen ein bisschen verrutscht und muss nacharbeiten, gegenarbeiten. Ja, also gegen das, was zu breit, zu dick geworden ist. So, also. Ihr seht, wie schön die Spalten. So, oben ziehe ich einfach nur noch durch. Das ist dann auch zu dünn. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das sind im Prinzip so Drittel von einem Weideast, von einer Weiderute. Und die gilt es natürlich jetzt noch zu verarbeiten. Dazu nehme ich jetzt den Weidehobel. Das ist der hier. Ja. Der ist im Grunde, ist das ein Hobelmesser. Das ist nur die Plattform, wo auf der die Weide quasi geführt wird, die Schiene. Und hier an dieser Schraube, an der Stellschraube, wird im Prinzip
die Höhe eingestellt. Das heißt, der Durchlass verengt. Ich zeige euch das gleich im Einzelnen. Das heißt, wenn ich die Schraube nach oben drehe, verengt sich dieser Durchlass und die Schiene wird immer feiner, immer dünner. Begonnen wird natürlich mit der dicksten Einstellung. Das wird jetzt im Prinzip am Tisch mit einer Schraubzwinge bzw. Klemmzwinge quasi befestigt, sodass es ordentlich stabil ist. Dann nehmen wir uns eine dieser Weideschienen. Ich fange immer von der dünnen Seite an und ziehe die auf der linken Seite des Messers einmal durch. Und zwar, ganz wichtig, braucht man einen Führungsfinger, das ist hier der Daumen. Der Daumen hält diese Schiene hier unten, damit die nicht hochrutscht und sich durchschneidet. Ja, normalerweise habe ich dafür einen Däumling aus Leder, den habe ich irgendwo verlegt. So, das war schon der erste Teil, auf der anderen Seite nochmal. Im Grunde drehe ich das jetzt schon mal ein Stück um eine Windung, quasi eine Dreiviertelwindung enger. Und jetzt fange ich an der dünnen Seite wieder an. Einmal durchziehen. Jetzt gehe ich auf die linke Seite des Messers, denn die ist etwas schmaler, etwas enger schon als der äußere Bereich. Und drehe die Weide um. Erst auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite. Ihr seht, was da für schöne Hobelspäne abgehen. Jetzt stelle ich es wieder ein Stück enger. Und dieselbe Prozedur. Einmal links, rechts durchziehen. Einmal links durchziehen, wo es schon enger ist. Das Ganze wieder gedreht. Einmal rechts. Einmal links. So. Und zu guter Letzt kann man die natürlich noch schmälern, indem man die durch das Schmälermesser durchzieht. Und dann hat man eine dünne, seht ihr das? Eine ganz dünne Weideschiene mit Rinde. Ich halte es auch nochmal hier hin. Dünne Weideschiene mit Rinde. Und die kann man dann wunderbar verwenden, um sie zum Beispiel für einen Korb oder sowas zu verwenden. Ja, sieht auch sehr schön aus. Eine andere Variante wäre jetzt, wenn ich die schäle. Ich mache das jetzt mal mit dem Messer nur für dieses Video. Normalerweise wird das nicht so gemacht. Ja, ich schäle das mal ein Stück ab. Wie ich euch in anderen Videos schon erklärt habe, normalerweise lässt man diese Weide antreiben, dann löst sich die Rinde quasi wunderbar fast von alleine. Das habe ich jetzt für das Video einfach mal geschält, so mit dem Messer, bis aufs Holz, und wollte euch jetzt mal zeigen, wie das dann aussieht, wie man das spaltet. Es wäre möglich, dass dieser Trieb bricht, denn er hat hier eine Stelle. Mal gucken, ob man die einfangen kann. Das kann sein, dass er hier bricht. Aber wir probieren es. Ich zeige euch das jetzt noch anhand von diesem Metallspalter. Den setze ich auf und mit ein bisschen Druck auf die Weide. Upsa. Schön, dass es schön in der Mitte sitzt. Mit ein bisschen Druck auf die Weide geht er also selbstständig auch rein. Und dann kann man das gleiche machen. Ja, das ist diese Stelle. Der ist jetzt natürlich an dieser Stelle genau hier total zerbrochen, aber ich zeige es euch trotzdem. Ihr seht, ihr solltet also versuchen, unbeschädigte Weiden zu nehmen, dann geht das auch mit dem Spalten viel besser. Jetzt gehen wir hier mit dieser geschälten Weide natürlich auch wieder an den Hobel und machen das gleiche Spiel. So, Engbereich. So, nach dem ersten Gang ist schon ein Teil des Marks raus. Jetzt haben wir hier das ein bisschen enger.
nach dem zweiten Teil, man kann das schon hier unten an der Kante sehen, wird schon sehr schön glatt. Ja, wird immer besser. Ja, wird immer feiner, immer schmaler. Ich mache noch einen Durchgang und dann ist sie im Grunde schon so, wie ich sie brauche. Wunderbar. Jetzt könnte man sie noch schmälern, das mache ich jetzt nicht, das bleibt so. Ich mag das gerne, wenn es so ein bisschen rustikal aussieht. Und jetzt zeige ich euch noch was. Ich habe vor dem Aufzeichnen für diesen Beitrag, habe ich eine andere Route schon mal ausprobiert und schaut mal. Das ist genau von derselben Sorte, nur einen Geschwisterast quasi, den ich genauso verarbeitet habe und habe den hier frisch. Man sieht das auch, hier ist doch die Rinde, das ist nur quasi mit dem Messer geschält, wie das andere eben auch. Und das sind im Grunde zweimal ca. 1,50 Meter Triebe. Also hier sind 3 Meter Weideschiene in diesem Gottesauge verarbeitet. Wie das Gottesauge funktioniert, das kann ich euch gerne nochmal hier oben verlinken. Und dann könnt ihr das auch selbst nachmachen und selbst nachprobieren. Jetzt zeige ich euch noch, wie man diese Weideschienen auch ohne so einen Hobel, so ein spezielles Gerät quasi dafür herstellen kann. Das ist auch eine ganz althergebrachte Methode und ich zeige es euch am besten einfach mal. Dafür brauche ich im Grunde nur ein Messer und ich nehme jetzt hier meine Lederschürze. Im Grunde braucht man nur so ein Stück, so ein Lederfetzen, für den man sich aufs Knie legt und das geht dann folgendermaßen. Also im Grunde würde so ein Stück Leder oder ein Schutz halt für auf das Bein zu legen ausreichen, damit man halt mit dem Messer die Hose heilen lässt und auch das Bein natürlich. Und im Grunde wird dann der Trieb auf die Rindeseite, also auf die Außenseite, aufs Knie gelegt. Dann nimmt man das Messer, das muss allerdings ein bisschen stramm, das muss man ein bisschen üben. Bei den ersten Malen wird man wahrscheinlich eher den Trieb durchschneiden, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man sich die Stelle am Knie sucht, wo man so eine Mulde hat, so über der Kniescheibe hier. Und dann kann man das ganz gut hier so mit ein bisschen Druck, ja, man sieht das, kann man hier den Holzteil auch sehr schön entfernen. Man muss das ein bisschen üben, das wird nicht gleich am Anfang klappen. Und wie ihr seht, ich bewege kaum das Messer, sondern eher den Trieb, den ich immer wieder durchziehe. Und dann wird das auch hier, man kann das jetzt hier schon sehen, wird es sehr schön zu einer Schiene. Ja, im Grunde ein Stückchen weiter hoch. Bisschen auskratzen. Das ist das gleiche, was der Hobel im Grunde auch macht. Mit dem Winkel des Messers bestimmt man, wie tief das in den Trieb eindringt. Das heißt, am besten ganz flach anfangen und ganz langsam minimal die Klinge drehen, sodass man wirklich nicht den Trieb durchschneidet, sondern nur das abhobelt, abschneidet, worauf es auch ankommt. Ja, im Grunde das Splintholz und das Mark raus, sodass man den äußeren Bereich noch hat, den man eben als Schiene wunderbar auch verwenden kann. Ja, kann ich mal zeigen. Das lässt sich jetzt hervorragend um so einen Trieb drumherum wickeln, ohne dass es bricht. Ja, so flexibel ist der Trieb, wenn das Holzzeug raus ist. Ja, sieht doch schick aus. Ihr seht auch, diese einfache Methode auf dem Knie kann wunderbar funktionieren. Und auch hier könnte man ohne zusätzliches Werkzeug, außer das Messer, wenn man das ein bisschen vorsichtig angeht und ein bisschen langsam das mal ausprobiert, die Kanten glätten. Man sieht hier manchmal noch so ein bisschen ausgefranst das Ganze. Und da kann man das glätten, indem man die Klinge leicht über diese Kante drüber gehen lässt. Ihr seht, da geht so eine ganz feine Späne quasi ab. Und das ist im Grunde das, was ohnehin nicht so gut brauchbar ist. Und dann sieht das, auf der einen Seite kann man das schon sehen, hier ist es geglättet. Und auf der anderen Seite seht ihr, ist das noch rau. Da sieht man noch die Kante hochstehen. Genau, und so kann man das auch ohne dieses spezielle Gerät
Aber ich sag's gleich, mit dem Gerät ist natürlich sehr komfortabel. Ich benutze vor allem das hier, das Schmälern mache ich sehr wenig, denn wie gesagt, ich mag diesen rustikalen Anblick und da ist es auch okay, wenn diese Kanten nicht ganz glatt sind und wenn eine Seite etwas breiter ist als die andere. Das funktioniert trotzdem sehr schön. Wie gesagt, dieser Hobel ist natürlich schon eine tolle Sache. Wenn ihr tatsächlich Lust habt, dieses Spalten und Hobeln mal auszuprobieren, würde es mich freuen, wenn ihr einfach das unten mal in die Kommentare reinschreibt, wenn ihr wissen wollt, wie ein solcher Spalter hergestellt wird. Wie gesagt, das ist jetzt so ein Dreifachspalter. Man kann natürlich auch einen Vierfachspalter herstellen. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare und dann können wir mal schauen, wie stark das Interesse ist, dass wir nochmal ein Video machen, wie man so einen herstellt. Oder ich mache das mal für einen Mittwochsbeitrag aus der Ideenwerkstatt, denn das dauert auch nicht sehr lange. Aber ich möchte nichts beschönigen. Der Spalter an und für sich ist nicht das Wichtigste fürs Spalten. Fürs Spalten ist das Allerwichtigste, die Übung, dass man den Trieb ziemlich genau in die Mitte reinbekommt, sodass man quasi ungefähr drei gleichmäßige, Schienen rausbekommt. Aber mal ganz ehrlich, ist das nicht toll, wie man aus einem ganz normalen Weidezweig, Weideast, durch Schälen so eine blanke Weide hinbekommt und die dann auch noch durch Hobeln zu einer feinen Schiene verarbeiten kann, die man wunderbar zu tollen, Geflechten verarbeiten kann? Und glaubt ja nicht, dass diese Geflechte, die aus diesen geschälten Weiden sind, nicht auch was aushalten. Die sind nämlich auch sehr stabil, wenn sie richtig geflochten sind. Das sieht man schon allein an diesem Gottesauge hier. Wenn man da mal ordentlich dran zieht und schiebt, ja, also das bleibt sehr stabil alles. Und da kann man sich gut vorstellen, dass das dann auch sehr stabil wird. So, ich glaube, diesen Korb werde ich dann gleich mal weiter flechten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte wieder einen Daumen hoch und lasst mir ein Abo da. Hier oben werde ich euch wieder die Linkliste einstellen. Vielen Dank auch noch an dieser Stelle allen Unterstützern. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Bis dann, euer Andi.